Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu unserer Pfingstfahrradtour. Heute, so ist der Plan, fahren wir von Marienheide über die Bahntrassenradwege über Wipperfürth nach Burscheid. Dort übernachten wir und dann schauen wir, wie es morgen weitergeht. Es ist 2024 relativ viel Regen angesagt für dieses Wochenende, aber Klopf auf Holz. Wir hoffen, dass das nicht so der Fall sein wird. Heute relativ entspannte Tour, knapp 30 Kilometer. Es ist überraschend kühl. Ungefähr 18 Grad sollen es jetzt sein. Ja, wir sind gerade mit dem Zug von Overath nach Marienheide gefahren und jetzt hier die ersten Meter auf dem Bahntrassenradweg unterwegs. Weiter geht's, würde ich sagen. In Wipperfürth am Marktplatz haben wir wunderbar Mittag gegessen und jetzt geht's hier auf dem Bahntrassenradweg weiter Richtung Hückeswagen. Zuerst erfolgt ein kleiner Anstieg und danach geht's wieder ganz entspannt runter und man kann es super gut rollen lassen. Links von mir fließt ganz entspannt die Wupper. Die beginnt in Wipperfürth und wird dann irgendwann bei Hückeswagen, kurz vor Hückeswagen, zur Wupper. Ja, wir haben noch, ich glaube, 1 oder 2 Kilometer, bis wir da sind. Und dann machen wir eine kleine Pause und dann gucken wir mal, dass wir auch gleich noch irgendwo einen Kaffee bekommen.
Wir sind auf dem Weg nach Wermelskirchen, haben jetzt hier eben auch mal die Stadtgrenze von Remscheid passiert. Es geht auf diesen Bahntrassenradwegen immer ganz leicht bergauf oder ganz leicht bergab, sodass man das wirklich super fahren kann. 25 Kilometer haben wir jetzt schon. Ja, wir müssen noch insgesamt 15 Kilometer hochfahren. Eben haben wir in Wermelskirchen in einem Eiscafé einen Kaffee getrunken, ein bisschen Pause gemacht, sehr entspannt. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Fahren jetzt nochmal über ein lokales Einkaufsgeschäft, versorgen uns da mit Lebensmitteln. Dann, ja, war es das eigentlich schon für heute fast. Mal schauen, wie es da vor Ort aussieht. So, wir sind jetzt an unserer Unterkunft hier im Grünen angekommen, eine kleine Ferienwohnung. Bis hierhin waren es jetzt 40 Kilometer. Wir haben eben noch mal ein bisschen was eingekauft. Jetzt werden wir erstmal duschen und mal gucken, wie das Wetter jetzt so weiter sein wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich werden wir gleich noch mal auf die Räder was essen fahren. Und dann war es das für heute. So, guten Morgen. Ja, hier in Großbruch in Wermelskirchen haben wir übernachtet in einer kleinen Ferienwohnung. Heute ist der Plan, dass wir bis nach Bergheim fahren über Zons. Das wären knapp 70 Kilometer. Ja, das Wetter ist deutlich schlechter als gestern. Es soll angeblich auch noch mal regnen. Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Schauen wir mal. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf dieser Radtour hier begleitet. Los geht's! Ja, nach wenigen Metern sind wir schon wieder auf dem Bahntrassenradweg. Jetzt hier in Burscheid unterwegs. Da vorne kommt der nächste Tunnel. Weiter geht's. Kaum zu verändern scheint. Wir haben jetzt schon das Stadtgebiet von Leverkusen erreicht. Ja, den Rhein kann man jetzt nicht sehen. Wird aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange dauern. Thank you.
Rechts von uns fließt die Wupper. Die haben wir ja schon in Wipperfürth gesehen und kennengelernt. Ja, wir sind jetzt hier gerade aktuell in Leverkusen und fahren Richtung Rhein. Ziel ist es, dass wir dann den Rhein überqueren, nach Zons fahren und dort Mittags essen. Mittlerweile sind wir am Rhein angekommen, der an der Stelle, wo wir eben unten am Rhein langfahren wollten, auch schon Hochwasser hat. Ja, wir wollen jetzt zur Fähre, um dann in der Nähe von Zons überzusetzen. Ziel ist es, dass wir in Zons unsere Mittagspause machen. Ich glaube, man kann ganz gut sehen, hier ist schon ganz schön ordentlich was runtergekommen bzw. was angekommen von dem Hochwasser, was im Saarland gewesen ist, im Pfingsten 2024. Gleich haben wir es als andere Ufer geschafft und werden dann nicht nach Zons, sondern nicht nach Zons fahren, sondern werden dann jetzt hier an der Rheinfähre was essen und dann kurz an Zons vorbei Richtung Bergheim weiterfahren. So, hier am Fähranleger gegenüber von Monheim, wo wir eben übergesetzt haben, haben wir jetzt wunderbar gegessen, uns den Bauch vollgeschlagen, Energie ist jetzt drin und jetzt geht's weiter. Wir brauchen jetzt angeblich noch ungefähr 2 Stunden, bis wir in Bergheim sind. Dann hoffen wir, dass wir auch nicht mehr nass werden. Jo, ich würde sagen, weiter geht's mit so leckerem Essen hier im Bauch.
fahren gerade durch ein wunderschönes Gebiet, wo total viele Alleen sind. Unser nächstes Etappenziel, Rommerskirchen, liegt 12 Kilometer entfernt. Schaffen wir. Eben sind wir durch Korbusch gefahren. Ja, jetzt geht es weiter hier Richtung Stommeln. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal einen Berg rauffahren. Wunderschöne Natur, durch die Felder fahren, ist das geil. Bergheim, 16 Kilometer. 1,5 Stunden sollen wir jetzt noch fahren. In 2 Stunden ist hier möglicherweise Land unter. Also Gewitter, Regen ist angesagt. Wir geben Gummi und hoffen, dass wir es rechtzeitig vorher schaffen. Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 auf unserer Pfingstfahrradtour. Heute sind wir gestartet in Bergheim und wir wollen einmal um den Hambacher Tagebau rumfahren. Endpunkt soll dann in Buhr sein und von da aus fahren wir dann mit dem Zug wieder zurück. Je nachdem, wie es passt, fahren wir auch noch bis Horrem. Das ist aber noch nicht ganz klar. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie wir durchkommen. Im Moment sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Wir sind jetzt gerade gestartet und fahren jetzt so wie gestern entspannt durch die Felder. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit, bleibt dran. Wird bestimmt wieder interessant. Thank you.
Hälfte der Kilometer haben wir, aber ich weiß nicht, ob wir die Hälfte der Höhenmeter haben. Ich glaube, ich fürchte fast nicht. Aber lieber 3 Kilometer schieben, 3 Stunden Kilometer schieben, statt 3 Stunden Kilometer fahren. Mega steil hier. Lecker Mittag gegessen haben wir hier. Und das verbleibende Krombacher haben wir auch noch gekühlt. Also ich hab's gekillt. Und jetzt geht's lustig weiter. Links von mir sieht man den Tagebau Hambach und eben sind wir durch Morschenich-Alt gefahren. Ort der Zukunft hieß es da. Ja, das sah gar nicht so nach Ort der Zukunft aus, das sah eher nach Ort der Vergangenheit aus. Also da waren schon ganz schön viele Bauruinen bzw. verlassene Häuser. Ich denke mal, in 10 Jahren wird es diesen Ort wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Ja, eben sind wir entlang des Tagebaus gefahren, in einem Zickzack durch den Wald, wahrscheinlich durch den Hambacher Forst. Ja, wir sind auf dem Weg nach Bühr oder Buhr. 5 Kilometer müssen es jetzt noch sein ungefähr. Ja, hier in Bühr nach 50 Kilometer endet die 3-tägige Fahrradpfingsttour. Wir sind heute Morgen ja in Bergheim gestartet und dann über die Terra Nova Route um den Hambacher Tagebau herumgefahren. War sehr interessant, mal so einen Einblick zu haben. Vor allem mit dem Fahrrad kann man ja auch die eine oder andere Straße fahren, die man mit dem Auto oder zu Fuß nicht gehen kann. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Vielleicht habt ihr ja Lust, die auch mal nachzufahren. Wir setzen uns jetzt gleich in den Zug, haben gerade ein Eis gegessen und fahren dann über Köln wieder zurück nach Overath.
Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ein Daumen nach oben ist herzlich willkommen, genauso wie ein Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.